Hallo und willkommen zurück zu Thief. Und ein dritter Versuch bei dieser Aufnahme. Irgendwie manchmal bei Thief ist das so ein bisschen fummelig. Dann will entweder das Spiel nicht oder mein Aufnahmeprogramm möchte nicht. Aber ich glaube, ich hoffe, jetzt läuft alles, dass Ton und Bild da ist und auch in der richtigen Auflösung. Also, wir hatten hier diese Tür und einen Schlüssel dazu. Dann wollen wir mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Ein sehr seltsamer Schlüssel. Ich da erstmal reinlupen? Und da sieht man erstmal nicht so viel. Ich muss gerade mal gucken. Ducken war. Das war das hier. Ducken war C, okay. Hake dich wieder in das Fließband ein. Okay. Lass mal die Tür wieder hinter mir zu. Möchte keine übrige Wache hier hinter mir herziehen. Das ist nur so ein Schrank, wo man sich verstecken kann. Aber das sieht noch weiter aus. Pfeile. Stumpfe, Inventar voll und Wasserpfeile. Okay, dann. Oh, da ist noch was. Da wieder diese gruseligen Puppen. Oh, das muss ich knacken. Kein Problem. Na, da. Goldbesteck. Ich stelle nicht in Frage, wer da sein Goldbesteck so hinlegt. Mal schauen, wohin geht's mit der Reise? Abwärts. Nee, ich kann mich leider nicht umdrehen oder so. Man sieht leider auch nicht, wie Garrett da am Haken hängt jetzt. Für einen Toten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten Ring. Schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. So, und Egal, da ob ihr reich oder arm seid, können wir uns wieder schön vorbeischleichen. Der Typ ist beschäftigt da mit den, sich blöd über die Leichen lustig zu machen. Hallo. Na super. Regen in die Traufe, was? Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Das war doch nichts lustig. Diebesfänger General Surf. Bist du ja. Verzeihung, Sir. Ich dachte, er nimmt den Ring da von seiner Hand. Aber er untersucht ihn irgendwie nur. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt.
Was zu trinken? Gold! Also doch der Ring. Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld. Und zu Bolzen verschwenden. Den Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustehlen. Der Diebesfänger-General. Nun haben wir ihn auch mal gesehen. Und der Name ist total bescheuert, wenn ihr mich fragt. Ich weiß noch nicht ganz, warum er ihm jetzt die ganze Hand abhacken musste, um an den Ring ranzukommen. Zumindest sah es so aus, man hat es nicht so genau gesehen. Hat da was geblinkt? Ja, ich hab's doch noch erkannt. Ein anderer Ring, der wohl mal abgefallen ist von einem Toten. Ich werde krank, das spüre ich. Er schließt sich mir auch nicht so ganz, warum der Typ jetzt den Bediensteten erschossen hat. Aber naja, gut. Wahrscheinlich darf man dem seine Taten nicht in Frage stellen. Er ist wohl leicht irre. So, was machen wir denn jetzt? Ich wollte diesen Ring. Schön. Was war so besonders daran? Lesen erstmal das hier. Die Durchsuchungsprozedur. Verbliebene Kleidung muss entfernt und gründlich durchsucht werden. Futter überprüfen. Gleiches gilt für Stiefel und Gürtel. Das Innere etwaige Gürtelschnallen sind zu überprüfen. Wertgegenstände müssen in die Sammlungsablage gelegt werden. Besonders wichtig sind Halsketten, Ohrringe, Uhren, Armreife, Ringe und dergleichen. Das Mundinnere nicht vergessen, ne? Das haben wir gesehen, das hat er gecheckt. Abschließend Leiche und Kleidung in den Ofen werfen, zum nächsten übergehen. Achtung, jeder wird am Ende seiner Schicht durchsucht. Diebe werden am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Weiß schon. Penisring und so suchen? Das ist ein Ring. Du weißt schon, dein Bestes. Unterhalten die sich jetzt tatsächlich über Penisringe? Wer hat diesen Dialog geschrieben? Wie komme ich denn jetzt am besten da durch? Das hat leider nicht so gut geklappt, wie ich gehofft habe. Wer war das? Ja. So viel dazu. Irgendwie dieses der durch General den... wollte diesen Ring. Ja, jetzt kommt wieder das Gelaber. Das war so besonders daran. Durch das Licht huschen, das macht er immer ziemlich spät. Und dann werden doch wieder alle aufmerksam. Leider. Ich hab noch nicht viele Leichen im Ring gesehen. Kann ich da unten und dann auf der anderen Seite vielleicht nochmal hoch? Mal gucken. Also, nehmen erstmal das wieder mit. Das war ein Taschenporträt. Da liegt sowieso nur eine Flasche und dann ist der letzte Tisch, der hat noch was. Und die Tür, da müssen wir wahrscheinlich hin. Nein, nein. Einige Leute haben sie. Aber eigentlich sieht das so aus, als könnten wir unten rum. Muss gerade mal schauen. Mein Bruder Daniel. Weil eigentlich sind wir ja daher gekommen. Das ist auch ein geknoteter Schweine da. Ich fummel hier am Arsch eines Toten rum und du erzählst mir, dass dein Bruder sich einen Toten in seinen Schwanz macht? In den Schweinedarm, nicht in den. Ja, das wundert mich nicht. Kann man da irgendwas öffnen? Nein. Kann den Fluss bis hierher messen. Hab ich irgendwie was übersehen? Hm.
Leider kann er sich da nicht durchzwingen. Ein bisschen zu schmal. Also, dann werden... Ach, eine Tür. Sag das doch gleich. Und ich sehe mal wieder gar nichts. Draußen scheint die Sonne. Ich habe den Rollladen nicht runtergemacht. Ich sehe nichts. Da ist was. Das kann ich gerade noch erkennen. Da war eben E. Ich will das haben. Das nehme ich mit. Diamantkranz. Ein besonderes Beutestück. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Sammlerstück. Ja, das ist doch ein ganz hübscher Ring. Goldener Ring verziert mit zahlreichen Diamanten. Ich mag Goldschmuck nicht so, aber wenn das jetzt aus Silber wäre, würde ich es nehmen. Okay, weiter geht's. Na, klasse Ausblick. Da steht einer. Gut zu wissen. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Okay. Noch reichlich Zeit. Habe ich gespeichert? Ich sollte es jetzt tun. Weiß ich nicht, ob... Es bis hierher riechen. Ja! Kann ich den da liegen lassen? Ich glaube schon, da ist niemand sonst. Das Gold nehmen wir natürlich noch mit. Ich habe eigentlich gehofft, dass das so ein bisschen ein Weg drumrum ist. Kann ich da irgendwie rüber? Au. Ich hocke jetzt wieder in diesem selben Loch drin. Na toll. Was hat sie jetzt gebracht? Könnte ich da irgendwie... Ich muss nochmal hingehen, tut mir leid. Dass ich jetzt wieder durch denselben Gang schleichen muss. Ob man da irgendwie oben rum konnte. Ich möchte wirklich, wenn es geht, nicht an den Wachen direkt vorbei. Das war diese Kiste, da können wir zwar drauf hüpfen, aber das bringt uns gar nicht. Da ist alles zu. Ich glaube nicht, dass wir da hoch können. Also doch, durch die Wachen. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Vielleicht kann ich sie so ein bisschen ablenken. Ich habe doch das Wurfmaterial ausgewählt. Ah, okay, das ist schon mal gut. Da ist nämlich der Ofen und der geht auf und zu. Das war mir nicht ganz klar. Das heißt, wenn er zugeht, kann ich da wieder hin. Wieso hat er das jetzt Ah, ich bin auf die Flasche getreten. Dumme Sache. Geht mal da hinten hin, Leute. Ist da jemand? Komm raus, damit ich dich sehen kann. Da ist noch was da. Sehe ich jetzt schon Dinge? Ja, du siehst Dinge. Komm ich durch das Fenster? Nein, 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 nein. Gerhard, lass. Ah, jetzt ist eine Cutscene und ich werde dabei angegriffen. Ich kann nicht mehr! Ja, ich sehe schon, wo ich besser hingehe beim nächsten Mal. Okay, jetzt weiß ich's. Ich weiß, wie ich vorgehe. Aller Anfang ist schwer. mal wieder. Jetzt versuche ich nicht, hier an die Flasche zu stoßen. Dann nehme ich das mit.
das mit. So, die Cutscene kriegen wir halt jetzt nicht nochmal. Sie hat auf jeden Fall da durchs Fenster geguckt und hat er den General mit dem Schlüssel, mit dem Ring gesehen. Neue Karte. Ich krieg hier eine neue Karte. Ja gut, das führt halt genau da außen rum, das dachte ich mir schon. Ups, die Rutsche runter. Büro des Aufsehers. Ach, er ist gar nicht mehr da. Und er kommt ja jetzt um die Ecke. Das wäre blöd, ich speichere gerade nochmal. Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich kriege ihn trotzdem auf. Öffne den Tresor. Okay, jetzt nehmen wir erstmal das mit. Ein Siegel, Heilung brauchen wir gerade nicht. Gibt's sonst noch irgendwas? Nein. Dann schauen wir uns das gute Ding... Ach, ich wollte gerade sagen, es ist doch bitte kein Schiebepuzzle. Ja, es ist ein Schiebepuzzle. Ich hasse Schiebepuzzle. Drehen mit A und D, WS wechseln. So was ähnliches wie ein Schiebepuzzle. Und woher soll ich jetzt wissen, was richtig ist? Ach, ich hasse es. Warum müssen die immer solche Sachen einbauen? Bei Point-and-Click-Adventures ist es schon nervig. Was bedeutet denn wächst? Okay, also ich kann mehrere... Drei Paar an Blöcken kann ich durchwechseln. Ach Gott. Ich meine, wer sichert denn so sein Tresor? Da sitzt du doch selbst jeden Tag dann Stunden dran und versuchst das zu öffnen. Ich müsste mal gucken, sind das Buchstaben? Was könnte das denn ergeben? Dieses Symbol hat, glaube ich, zu wenig Inhalt, sag ich jetzt mal. Ich glaube nicht, dass das ist. Das da unten, da kann ich auch nichts machen, ne? Irgendein Hinweis darauf, wie das aussehen soll. Ich brauche diesen Ring. Besser darf nicht denken, dass ich alt werde. Ich werde aber alt. Lass mich. Ich hab keinen Bock. Okay. Ich setz mal so. Und dann. Okay, in der Mitte. Das sieht aus wie so ein Kreis. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann müsste das aber eigentlich stimmen. So? Das würde aber dann... Oh, dann ist das noch falsch. Ah, okay. Ich glaube, wenn man sich einfach in der Mitte an den Kreis orientiert, geht's schon. Gar nicht so schlimm, wie befürchtet. Und es war tatsächlich Adelige nutzen das Symbol. Ihr Wappen zu bewundern. Der Ring. Ja, damit. Und nicht das Gold vergessen, das nebendran liegt. Cornelius. Was denn gerade? Nein, das Gold, das Gold, das Gold. Oh. Sehr gut, Garrett. Öffnet die verdammte Tür! Brecht sie auf, wenn es sein muss! Dieb! Ich habe den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Ja, raus da. Hat er aber gut reagiert. Einfach mal die Tür vor der Nase zugeknallt, so muss es sein. Wenn ich da jetzt nicht zu lang für brauche, kommen wir sicher raus. Ich könnte schwören, ich habe den General gehört. Wenn er es war, sollten wir besser verschwinden. Nö, nee, ihr habt nichts gehört. Ich gehe rein.
Nein, du gehst nicht rein. Feigling. Oh, jetzt hat er die Fackel genommen. Vielleicht gehe ich nach der Schicht zu den Docks. Ah, fuck. Huh? Wer war das? Hey! Halt! Muss ich abschießen? Das war gleich. Das ist bescheuert. Dass er direkt auf einen zukommt. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Jetzt darf ich das leider nochmal machen. Ich mach das. Mach aber hier eine Aufnahmepause. Eine Errungenschaft des Barons. Ich krieg ihn trotzdem auf. Und ich werde dann mit der nächsten Aufnahme direkt dann wieder hinter dieser Tür einsteigen und dann hoffe ich mal, dass ich an diesen Wachen vorbeikomme. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.